Herzlich willkommen, hier ist der Puffy, auf geht's denn? Und ja, ich bin wieder da, ich habe ein neues Headset, mein altes war kaputt, darum kam jetzt so lange auch kein Video mehr. Und ja, ich hatte als letztes hochgeladen, 100 Abo-Special, Fragezeichen, der Puffy HD. Und da habt ihr ja sehr fleißig, Fragen geschrieben. Und die werde ich jetzt mal so Freestyle-mäßig von oben nach unten abarbeiten. Und ja, fangen wir an mit Garfield 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Er stellte die Frage, wie bist du zum Zocken gekommen? Sprich, was war deine erste Konsole und dein erstes Spiel? Ja, kommt drauf an, was jetzt als Konsole für dich zählt. Also mein erstes, sozusagen, Zockgerät war der Nintendo Color mit Pokémon Feuerrot, ja. Ich bin ein richtiger Pokémon-Suchti gewesen und ich hab's auch bis Nintendo DS alle Teile so gesuchtet, hab bestimmt über eine Woche meines Lebens da Pokémon gespielt oder länger, 2-3 Wochen. Und ja, sonst war es die PS2. Und ja, aber ich bin dann zu Xbox gewechselt. Aber trotzdem, von den PS2-Dingern habe ich glaube sogar 2 Stück irgendwie, weil irgendjemand hat da mal was verkackt gehabt. Und dann habe ich 2 bei mir rumstehen. So. Otis DQ fragt, wer sind deine Lieblings-YouTuber mit den Abonnenten 1 bis 500? Puh. Würde ich sagen, 1 bis 500 ist der Max, US Army. Ohne Scheiß, den kenne ich schon ewig, seit er seine Minecraft-Videos gebracht hat. Ja, jetzt kommt so Enemenemu. Ach, ich zähle jetzt einfach meine Lieblings-YouTuber auf. Sorry, dass ich jetzt hier nicht so genauer drauf eingehen kann. Ich würde sagen, einmal US Army, dann finde ich geil Two Epic Buddies, Yudu Kairu 100, Get to the Keyboard, John McCloud und Bruger gucke ich immer mal so. Früher war Commander Krieger auch mal einer meiner Lieblinge, ist es aber nicht mehr wegen, ja, es spammt mir zu viel, das ist mir dann doch zu viel. Ja, wen gibt's denn da noch? White Titty finde ich auch ganz gut, obwohl ich die früher besser fand. Ja, also, es gibt schon einige und, ja. Gut, gehen wir weiter. Okay, Babas Music. Oder Musik, kommt drauf an, wie du es aussprechen willst. Frag dein Lieblingsessen. Ja, auf jeden Fall Wiener Schnitzel mit Bratkartoffeln oder Kroketten, ja. Und Mischgemüse, Alter, das kann man sich auf der Zunge zergehen lassen, ja. Das schmilzt quasi dahin, das ist so geil. Dann I Quantum Noob 1. Fragt, hast du irgendwelche Macken? Wenn ja, welche? Ja, also ich bin natürlich Vollzeit behindert, ne, müsst ihr wissen. Also, nee, Spaß, also. Ja, keine Ahnung, ich mache halt jeden Scheiß mit, ich bin für alles zu haben und ja, Macken, keine Ahnung, was habe ich, irgendeine Macke, ja, pff. Ja, ich bin halt einfach, ach, keine Ahnung, ich mache halt so, was mir gefällt und ich lebe mein Leben, wie ich will, weil es ist viel zu kurz, um normal zu sein und ja, darum, lebt euer Leben, wie ihr das gerne wollt, es ist zu kurz, so. Full Carly fragt, magst du Fußball? Wenn ja, deine 5 Lieblingsteams, egal ob National oder Verein, und deine 5 Lieblingsspieler, ja, magst du Fußball? Auf jeden Fall, ich spiele Fußball selber, seit ich 5 bin jetzt fast 16, ja, macht so fast 11 Jahre, und ja, meine 5 Lieblingsteams, einmal Deutschland natürlich, ja, gehört sich so, dann der FC Barcelona, und ja, naja, so aus den Deutschen, ach, keine Ahnung, mir gefällt der deutsche Fußball zwar, Bundesliga ist auch ganz nett, aber ich habe da jetzt irgendwie keine so Teams, die ich so besonders dolle mag. Besonders Bayern, die können sich echt vergraben gehen, falls hier irgendein Bayern-Fan dabei ist, ist nichts persönlich gegen euch und so, aber, ja, keine Ahnung, Bayern ist irgendwie so, ja. Okay, meine 5 Lieblingsspieler wären da Lionel Messi und Lionel Messi. Okay, ich glaube, das hat sich geklärt. So, sanftes Klopapier 0815 fragt. Wolltest du schon immer zu GCN, halt ab dem Moment, ab dem du es gekannt hast? Was hältst du allgemein von GCN? Gute Idee, schlechte Idee? Und hat es dir geholfen? Ja, also, ich wollte eigentlich zu GCN, aber es war eigentlich so, Max fragte mich gleich. Also ich hatte so mit Max auf Skype so geschrieben, wollte so mit YouTube anfangen und so, hat schon ein bisschen was gemacht. Und hab so ein bisschen mit ihm geschrieben, ja, hier, können wir Duel machen und so. Und er meinte dann so, ja, komm, wir haben hier GCN aufgemacht, hast du Lust, da mitzumachen, weißt du? So deine Videos dort hochladen, diese Community und so. Und ich, klar, mach, auf jeden Fall. Und da wollte ich dann gleich mitmachen, hab auf mein erstes Video hochgeladen, war so ein bisschen Fail, MW2 rumfailen, live und so. Hatte auch richtig geile Aufrufe, richtig geile Kommentare, hab ich mich gefreut, wie so ein Schnitzel, ey. Bin schnell durch meinen Raum gesprungen bei jedem Kommentar.
Und ja, allgemein GCN ist auf jeden Fall eine geile Sache. Für YouTuber, also ich bin ja jetzt eigentlich noch auf GCN aktiv, weil so, ja, wird halt nicht so viel, ist halt zurzeit ziemlich schwer schulisch und hobbymäßig das noch dazwischen zu kriegen. Es ist auf jeden Fall eine gute Idee, es gibt nichts Schlechtes an dem hier. Und ja, es hilft auf jeden Fall YouTubern, kann ich nur bestätigen. Man bekommt halt doch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit und es, und ja, ein paar mehr Leute gucken auf den Kanal und auch für einen kleinen YouTuber sind dann 10 Abos mehr, ja, schon eine Menge. Und ich hatte nach einem Tag 25 Abos mehr, ja. Und da bin ich schon echt, ne? Aber Junge, hä? Na gut, dann scrollen wir hier mal runter. Hier. Michaela 10 Lent. Ich hab noch eine. Du hast ja mittlerweile bereits einige Leute über YouTube kennengelernt. Gibt es da eine Person, mit der du dich besonders gut verstehst? Ja, also ich verstehe mich auf jeden Fall sehr gut mit dem Mr. El Salvatore, mit dem Ricardo. Ich verstehe mich gut mit dem US Army, mit dem Max. Mit 442 Lightning habe ich noch nicht so viel am Hut gehabt, weil da, keine Ahnung, ist jetzt nicht so aktiv zurzeit. Aber mit dem habe ich auch schon Kontakt gehabt. Also Butti ist auf jeden Fall ein richtig geiler Typ, muss man ehrlich sagen. Mit dem macht immer Spaß in der Skype-Konfi. Und ja, ich habe auch schon so mit bestimmten YouTubern wie Broken 2568 und so, ich habe schon mit so ein paar YouTubern Kontakt aufgenommen gehabt. Und ja, so ein bisschen, einfach so ein bisschen geschrieben. Und ja, man muss sagen, die deutsche Community, manche Stellen, ne, da könnte man sich echt an den Kopf fassen, ja, ist leider alle Vollspasten, ne? Aber es gibt da wirklich Leute, das ist der Hammer, die unterstützen einen, wo es geht. So, Meister Splinter fragt, ich habe noch ein paar Standardfragen für dich. Wie heißt du wirklich? Ja, ich bin der Jonas. Bin, wie alt bist du? Ja, ich bin 15, bald 16 am 1. März. Wo ich wohne? Ja, ich wohne in Thüringen. Genauere Angaben gibt es da leider nicht dazu. Meine Lieblingsfarbe ist auf jeden Fall blau. Ist irgendwie typisch Junge. Lieblingsessen, wie gesagt, Wiener Schnitzel mit Kroketten oder Bratkartoffeln mit Mischgemüse. Hast du noch die Tüte? Ja, die Tüte steht neben mir auf dem Tisch. Ja, die Tüte habe ich auf jeden Fall noch. Ja, vielleicht kommt ja mal wieder ein Tütenvideo oder mit der Maske. Ich habe mir jetzt noch so eine Maske zugelegt gehabt. Und ja, da könnt ihr mich wieder ein bisschen am Failen sehen. So, machst du Sport? Wenn ja, welchen? Ja, ich mache Fußball, seit ich 5 bin, habe ich schon mal gesagt. Und es macht mir sehr viel Spaß. Ich glaube, sonst würde ich nicht so lange machen. Und ja, ich gehe in meiner Freizeit auch so ein bisschen joggen und mache eigentlich ziemlich viel Sport und Gitarre und ja, also ich habe eigentlich meine Freizeit ist zugeklatscht, mache auch Schiedsrichter noch, wenn falls man das als Sportart, also Fußballschiedsrichter, kriege ich ein bisschen Geld für. Und ja. Ja, das war's eigentlich dazu. CFD122 fragt, falls es noch nicht zu spät ist, dann hast du Geschwister, deine 5 Lieblingsspiele? Ich habe Geschwister, ja, einen Bruder, der ist 2 Jahre jünger als ich und ja, wir sind da so wie Katze und Hund, wie, keine Ahnung, ne? Gibt's immer blaue Augen und so. Aber sonst, er ist mein Bruder, ne? Muss man mit leben und so. Hat man die ein ganzes Leben an der Backe. 5 Lieblingsspiele, ja, puh, Dark Souls. Auf jeden Fall eins der besten Spiele. MW2. Auch richtig geiles Spiel. Hab ich gefeiert wie noch nie. Battlefield 3 fand ich auch geil. FIFA habe ich gespielt, aber nee, ich glaube FIFA kann ich nicht sehen, da habe ich meine Tischplatte zerschwartet. Was haben wir noch? World of Tanks, ja, es ist so, ich mag World of Tanks, ich mag irgendwie, ist realistisch, ich mag Panzer und so. Es passt eigentlich alles ganz gut. Haben dann noch so Borderlands 2, jawohl, Borderlands 2, also die Borderlands-Reihe allgemein. Auf jeden Fall noch richtig geil. So, CFD122 hat noch eine Frage. Ach, noch eine. Bist du überrascht bzw. erfreut, wie viele Fragen gestellt worden sind oder hast du mehr erwartet? Ja, ich weiß gar nicht, wie viele Fragen das jetzt waren. Es waren bestimmt etliche, ja. Ich bin jetzt hier bei fast 10 Minuten nur über Fragen labern. Also ich würde sagen, es sind auf jeden Fall genug gestellt worden. Ich denke mal, es ist auch im Groben und Ganzen ziemlich viel gesagt worden und ich war auf jeden Fall sehr erfreut. Mein Problem war irgendwie, keine Ahnung, mir wurden die nicht angezeigt, ja, die Fragen, ich dachte, hä, ich habe keiner dieses Kommentar und so, Max schickte mir ein Bild, ja, guck mal hier, das Video, das hat Kommentare bis zum Abwinken, nicht so, nee, bei mir steht da nichts, weißt du?
Und ja, da war ich eigentlich ziemlich froh, dass ihr auch ein paar Fragen gestellt habt. Es hätte ja auch sein können, dass ihr keine eine Frage gestellt hätte und der ich da gestanden hätte und ja, ne? Und ja, also ich würde auf jeden Fall sagen, erstmal danke an euch alle für die vielen, vielen Fragen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Ich weiß noch nicht, was ich im Hintergrund laufen werden habe. Und eventuell werde ich mal demnächst ein paar Dark Souls Videos bringen oder irgend sowas. Weil wenn ich das so zocke, kann ich ja auch nebenbei aufnehmen von mir aus. Ja. Was kann ich noch sagen? Was gibt's noch Neues bei mir so? Ja, ich bin jetzt 10. Klasse, ich schreibe BLF. Also muss ich da auch ein bisschen reinklotzen. Ich habe mich für Bio entschieden, ja. Manche greifen sich eventuell jetzt an den Kopf, oh, bist du behindert? Wie kannst du nur Bio machen? Dann musst du alles lernen. Aber ja, Bio stehe ich auf 1 und ja. Bio kann ich ganz gut und ja, ich hoffe mal, dass ich das auch alles hinkriege. Und ja, wir haben jetzt auch ziemlich viele Arbeiten, Aufsätze und sowas geschrieben. Die Lehrer, keine Ahnung, wer den wieder auf den Sack ging, aber wir kriegen jetzt immer die ganze Scheiße ab. Und ja, dann bedanke ich mich fürs Zuhören bis jetzt und haut rein, Leute, euer Puffy HD.